Nach dem Schlemmen meldet sich manchmal das schlechte Gewissen. Abnehmen gehört zu den beliebtesten Neujahrsvorsätzen. Aber wie purzeln die Pfunde richtig und gesund? Ich muss mich ausgewogen ernähren, um in keine Mangelernährung zu rutschen. Man braucht schon eine große Disziplin, um es durchzuhalten. Und es ist bestimmt nicht ganz einfach. Die Auswahl an Diäten ist schier unüberschaubar. Aber funktioniert Abspecken mit Kohl, Bananen oder gar Schokolade? Wenn die Schokoladendiät helfen würde, langfristig abzunehmen, da wäre ich dabei. Welche Diät ist gut und wovon sollten Sie lieber die Finger lassen? Los geht's mit der Kohlsuppendiät. Bringt der Klassiker wirklich was? Also Kohlsuppendiät haben wir schon mal ausprobiert. Schmeckt eigentlich ganz gut. Stelle ich mir eklig vor, wenn man nur Kohl isst. Und futzt doch ohne Ende. Das habe ich aber höchstens eine Woche durchgezogen. Danach hatte ich keine Lust mehr. Sie ist eine der beliebtesten Diäten Deutschlands, die Kohlsuppendiät. Man isst Weißkohl, meistens gekocht, mit etwas Lauch und Sellerie als Suppe. Der Kohl soll so schwer verdaulich sein, dass der Kalorienverbrauch zusätzlich angekurbelt wird. Kann das stimmen? Die Antwort kennt Monika Bischoff. Sie ist Ernährungsexpertin am Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in München. Also erstmal Respekt an alle, die diese Kohlsuppendiät länger als 3 Tage durchgehalten haben, weil es ist sehr, sehr einseitig. Zum einen vom Geschmack und zum anderen natürlich auch von den Nährstoffen. Ich habe eigentlich nur Wasser. Mehr ist es nicht in dieser Diät. Aber man wird garantiert nicht deswegen mehr Fett verbrennen. Es gibt keine Lebensmittel, die die Fettverbrennung unterstützen. Da man mit dieser Diät sehr wenige Kalorien aufnimmt, purzeln schnell die Kilos. Nachhaltig ist das oft nicht. Wer dauerhaft abnehmen will, für den ist das nächste verlockende Versprechen vielleicht besser geeignet. Schlank im Schlaf. Die Diät auf Platz 6. Schlank im Schlaf wäre einfach. Doch, das wäre sehr einfach. Wäre super, wenn das funktionieren würde, weil ich dann meine Kilos der Schwangerschaft irgendwie wieder los sein könnte im Schlaf. Während wir schlafen, verbrennt unser Organismus Körperfett und diese Phase soll durch die Diät effektiv genutzt werden. Funktioniert das? Bei Schlank im Schlaf geht es darum, dass ich versuche, so wenig wie möglich Kohlenhydrate abends zu essen, um keine Insulinausschüttung zu bewirken. Wir verbrennen das Körperfett nur abends. Und deswegen würden die Kohlenhydrate die Fettverbrennung stören. Hilft schon, ich finde es ein schlechtes Prinzip. Es ist relativ leicht umsetzbar, weil jeder weiß, okay, ich darf abends kein Brot mehr essen. Nur es funktioniert nur die ersten 3 Monate eigentlich. Und dann hat sich der Körper umgestellt und weiß, ich brauche meine Kohlenhydrate, ich will die haben. Dann zieht sich der Körper die Energie aus anderen Stoffen und der Diäteffekt ist dahin. Klappt das Abnehmen besser mit der Ernährung von vor über 2000 Jahren? Wie bei der Jesus-Diät, unser Platz 5. Die Jesus-Diät, was hat er da gegessen? Ja, Brot, Wasser, vielleicht ab und zu mal Wein. Also Wein finde ich gut, Brot könnte man drüber diskutieren. Bei dieser Diät isst man nur das, was auch Jesus gegessen hätte. Also keine verarbeiteten Lebensmittel. Statt Pommes gibt's Kartoffeln. Milch und Burger sind tabu. Statt Weißbrot lockt Vollkornbrot und aus Zucker wird Honig. Auch Salami ist tabu. Grundsätzlich ist die Diät ja nicht schlecht. Es hat was Saisonales, es hat die Naturverbundenheit. Und vor allem isst man halt sehr viel Grundnahrungsmittel. Also die Fertiggerichte fallen alle natürlich weg. Die andere Seite ist natürlich, dass die Diät sehr oder eigentlich gar nicht definiert ist, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett brauche ich. Das heißt, ich muss mich ausgewogen ernähren, um in keine Mangelernährung zu rutschen. Man braucht schon eine große Disziplin, um es durchzuhalten. Und es ist bestimmt nicht ganz einfach. Die Jesus-Diät kann also funktionieren, aber die Lust zu essen ist bei vielen einfach zu groß. Abhilfe verspricht die nächste Diät auf Platz 4. Schlank durch Hypnose. Ich persönlich hab ein bisschen Schiss vor Hypnose, weil man weiß nie, was für Türen da aufgemacht werden. Hypnose, glaube ich, kann unheimlich gut funktionieren, dass man, auch wenn man nur selber daran glaubt, dass man auf einmal keine Lust mehr auf Schokolade hat. So soll es funktionieren. In Trance wird unser Unterbewusstsein angesprochen. Tief abgespeicherte Essgewohnheiten und falsche Verhaltensmuster sollen ausgemerzt werden. Mehrere Sitzungen sind dafür notwendig. Kostenpunkt pro Hypnose ca. 100 Euro. Um dauerhaft
Gewicht zu reduzieren und es auch zu halten, muss man natürlich seine Ernährungsgewohnheiten umstellen. Ob die Hypnose dadurch helfen kann, ist fraglich und es gibt zumindest keine wissenschaftlichen Belege dafür. Meine Patienten, die das ausprobiert haben, hatten ungefähr 3 Wochen Erfolg damit und danach war alles wieder beim Alten. Bei seriösen Hypnosetherapeuten kann es hier und da Erfolge geben. Wirklich verlässlich ist die Methode nicht. Wesentlich günstiger wäre das Abspecken mit einer Bananendiät. Die landet bei uns auf Platz 3. Dabei isst man bei der Bananendiät gar nicht ausschließlich gelbes, krummes Obst, sondern auch vieles andere. Aber süße Getränke und Nachspeisen sind tabu. Der Trick? Zum Frühstück gibt es eine Banane mit lauwarmem Wasser und angeblich nimmt man ganz von allein ab. Denn die Banane, so die Theorie, kurbelt den Stoffwechsel an. Der Körper verbrennt mehr Kalorien. Richtig? Die Banane ist zwar gesund, kein Zweifel daran, aber dass ich deswegen irgendwie die Fettverbrennung ankurble mit dem Wasser, also das kann nur ein Placebo-Effekt sein. Ich nehme ab, weil ich auf die Süßspeisen und die Desserts und auf die süßen Getränke verzichte. Das war's. Wer daran glaubt, darf gern beherzt in die Banane beißen, aber beim Abnehmen hilft sie nicht. Noch verlockender als Banane klingt für viele Schokolade. Unser Platz 2, die Schokoladendiät. Also wenn die Schokoladendiät helfen würde, langfristig abzunehmen, da wäre ich dabei. Das macht man vielleicht 2 Tage und dann hat man das dringende Bedürfnis nach was Salzigem und Salat und Gemüse. Schokolade essen, so viel man will und dabei abnehmen. Was kann es Schöneres geben? Genau das verspricht die Schokoladendiät. Doch kann das tatsächlich funktionieren? Es ist eine einfache Rechnerei. Eine Tafel Schokolade hat 500 Kalorien. 1500 Kalorien. Wenn ich nichts außer diese Schokolade über den Tag verteilt esse, nehme ich natürlich ab, weil ich in meinem Gesamtkaloriendefizit bin. Kommt aber jetzt noch eine große Tafel Schokolade dazu, dann habe ich mehr Kalorien, als ich eigentlich bräuchte und ich nehme zu. Wer also mit Schokolade abnehmen will, darf nur eine gewisse Menge essen. Jetzt kommt das große Aber. Schokolade ist eigentlich nur Fett und Zucker, das heißt, mir fehlen komplett wertvolle Eiweiße, komplexe Kohlenhydrate, Vitamine. Die Schokoladendiät hört sich schöner an, kann man aber auf gar keinen Fall irgendjemandem empfehlen. Also lieber mal zwischendurch sündigen und ein Stück Schokolade genießen. Als Diät ist das Konzept nicht geeignet. Aber wie ist es damit? Die mit Abstand lustigste Diät landet bei uns auf Platz 1. Die Shangri-La-Diät. Shangri-La, ein Fantasiename. Im Buchklassiker Der verlorene Horizont ist es der Ort, der keinen Kummer kennt. Und genau das verspricht auch die Shangri-La-Diät. Abnehmen mit Euphorie. Ganz ohne Diätplan. Alle Lebensmittel sind erlaubt, kein Kalorienzählen. Ein Glas Zuckerwasser oder ein Löffel Öl vor dem Essen sollen angeblich ausreichen, um glücklich und stressfrei abzunehmen. Es ist bestimmt nicht geeignet für stark übergewichtige Personen, weil das Zuckerwasser und das Öl an sich ja schon sehr viel Kalorien hat, die ich nicht brauche, weil das in keinster Weise eine Fettverbrennung fördert oder mir hilft beim Abnehmen. Keine Ahnung, warum Shangri-La helfen sollte. Die Shangri-La-Diät klingt lustig, ist aber leider aus wissenschaftlicher Sicht Unsinn. Unterm Strich ein eher mageres Ergebnis. So richtig überzeugen können nur die wenigsten Diäten. Und auch die sind nur dann zu empfehlen, wenn schnell mal ein paar Pfunde runter sollen. Wer sein Gewicht dauerhaft reduzieren will, dem bleibt nur eine langfristige Ernährungsumstellung.